Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Bonuskapitel von Grim Tales 17, Besuch aus der Zukunft. Mama Grey ist entführt worden und ihre Tochter hat sich aufgemacht, um den Entführer zu finden und das Rätsel zu lösen. Und anscheinend ist David der Schuldige und ist aber von einer Hexe so richtig schön verarscht worden. Und wir sind jetzt ins Hexenhaus eingedrungen, um unsere Mama zu retten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier die finale Folge von Grim Tales 17 ist. Also schauen wir doch mal, wohin die Reise noch so geht. Das Karamellobjekt hatten wir schon gefunden. Das heißt, wir machen jetzt mit anderem Quatsch weiter. Mama sagte immer, wenn du das Schloss nicht öffnen kannst, dann zerstöre es. Mal mit der Ruhe. Was ist das denn? Eine Schatulle. Na gut. Ja, noch ein Puzzleteil. Ich brauche ein Werkzeug, um das Glas zu schneiden. Das haben wir ja. Das haben wir ja, das soll nicht das Problem sein. Hier ist ein augenförmiger Gegenstand erforderlich. Wo ich irgendwas kombiniere, will ich mir erstmal alles angeguckt haben hier. Hier brauche ich ein scharfes Werkzeug. Und ich brauche einen ungewöhnlichen Gegenstand, um den versteckten Mechanismus zu starten. Den wir aber auch noch nicht haben. Und diese Schubkarre ist hier fehl am Platz. Vielleicht ist etwas darunter versteckt. Ich muss zuerst ein Rad finden, um sie zu verschieben. Also viel zu tun, viel zu tun. Auf dem Deckel befinden sich zwei Aussparungen für Figuren, aber wo finde ich sie? Na, hier machen wir den Prinz. Und diese Flasche. Teure. Die können wir natürlich mit unserem Flaschenöffner öffnen, in dem wir jetzt schon eine Weile mit uns rumgeschleppt haben. Bestimmt zum Zerstören dieses Schlosses hier. Und gib mir einen Meißel und eine magische Kachel. Okay. Mit dem Meißel können wir doch bestimmt das Ding da. Nicht. Dann natürlich muss irgendwie einen Ritz machen. Ach, der magische Kristall, der kommt natürlich hier rein. Macht auch total Sinn. In der Garderobe könnte die Hexe etwas verstecken, das mir helfen kann, meine Mutter zu retten. Und warum geht das dann jetzt nicht auf? Das ist ja ein Doofen. Das ist ja schon richtig Doofen, ne? Ah. Der fehlte noch hier. Was ist das denn? Wähle die Pfeile aus, um die Symbole zu verschieben. Die Symbole leuchten, wenn sie sich an der richtigen Stelle befinden. Die Symbole leuchten, wenn sie an der richtigen Stelle sind. Wieso leuchtet dann bis jetzt gar nichts hier? Die Symbole leuchten. Ja, okay. Das ging ehrlich gesagt schneller als erwartet. Das hatte ich noch gar nicht. Das hatte mein Gehirn noch gar nicht verarbeitet, dass das Rätsel gelöst ist. Ich entschuldige mich tausendmal dafür. So. Eine Voodoo-Puppen. Eine. Das ist nicht die Brosche hier? Okay. Ist das da vielleicht die Brosche? Ein Handschuh. Der liegt hier ganz offensichtlich. Ein Gehirn. Ein Auge. Die Flasche ist da hinten und die Schnecke habe ich doch eben auch schon irgendwo rumschnecken gesehen, da unten.
eine Schreibfeder. Wo haben wir denn jetzt die Schreibfeder versteckt? Das hier ist ja keine Schreibfeder. War das die Schreibfeder? Briefumschlag ist da oben. Klee. Ja, da habe ich auch immer schon mal das Herz entdeckt. Die Blume ist da. Jetzt macht er sich wieder lächerlich, weil er den Klee nicht findet, weil er potenziell vielleicht gar nicht auch genau weiß, wonach er eigentlich sucht. Das ist schon sehr peinlich. Kleeblatt. Die Kleeblatt. Ja. Kleeblattzeichen, natürlich. Natürlich, gut, das habe ich. Das wusste ich natürlich potenziell. What? Okay. Eins von vier von mir aus. So, da brauchen wir ein besonderes Werkzeug für. Gut, dass wir noch eins haben. Für den zweiten Schädel hier. Ich werde David vergiften. Er wird die Schätze, die er sucht, nicht bekommen. Die Flüssigkeit in der Schale lässt ihn glauben, dass alles, was er sieht, erstaunlich ist. Lumpen und Ruinen wirken wie feinster Luxus. Was? Die Hexe belegte David mit einem ungewöhnlichen Zauber. War's das hier jetzt schon? Anscheinend. Ich hatte es befürchtet. Verwende die Knöpfe an den Seiten und unten, um die Blöcke farblich in drei übereinstimmende Reihen zu bringen. Okay, da kann man nur hin und her schieben. Ach so. Aber den da oben erstmal aus. Gehen denn höher? So, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ist halt blöd, wenn ausgerechnet in der Reihe da noch einer sitzt, ne? Der, warte. Dann haben wir die erstmal quasi in einer Reihe, obwohl wir sie eigentlich nicht in einer Reihe haben, ne? Das ist auch ziemlich doof gelaufen. So, nächstes Ziel, die anderen quasi auch alle so anzuordnen.
Jetzt habe ich natürlich nur ein Ding gegen ein anderes getauscht, ne? Ich gehe ja natürlich. Nach oben durch, du musst auf eine Art und Weise, dass ich dann irgendwie die Dingens da hochkriege. Ich versuche hier irgendwas. So sieht das doch eigentlich schon ganz gut aus, ne? Ich glaube, ich hab's. Nur leider nicht in der scheiß Reihenfolge, die ich das Ding haben will. Nein! Hast du die blauen nach unten? Oh, ist das bitter. Die Blumen in die Mitte und boah, leckt mich doch mal. Also ich hab's. Ich habe das Rätsel hier gelöst, ne? Nur dass ich es schon mal gesehen habe. Na gut. Machen wir erstmal die Blumen nach oben. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Die Herzen nach oben, meine ich. Ich muss das ja nur austauschen. Wenn ich das grundlegende System erstmal verstanden habe, ist das ja gar nicht so schwer. Wir tauschen ja quasi alles jetzt nur einen nach unten. So, jetzt muss ich jetzt hier nochmal genau das gleiche machen. Also das wollte ich kurz überlegen, wie das am besten, wie genau funktioniert das hier. Erstmal jeden zweiten machen. Das regelt sich ja quasi von ganz alleine, ne?
Das ist halt nur immer so hinstellen. Dass ich einen von den blauen unterhole. Und hinterher einen von den grünen wieder hochschiebe. Ja, jetzt war jetzt... wenn ich vorher geguckt hätte, in welcher Reihenfolge ich die da hinstellen muss, dann hätte das besser geklappt. Aber es ging ja auch so. Endlich habe ich meine Mutter gefunden. Ich muss sie wiederbeleben und von ihr wegbringen. Bringe Anna Gray zu Bewusstsein. Erstmal nehmen wir hier das letzte Sammelding. Dann haben wir hier den Stammbaum wieder voll. Dann haben wir natürlich noch ein Chamäleon-Objekt. Das ist wahrscheinlich... die Maske da. Da wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf warten. Spannend, dass das Spiel mir nicht sagt, dass ich sie alle habe. Okay. Ich muss meine Mutter wiederbeleben. Erstmal nehmen wir den Schal. Erstmal nehmen wir den Schal. Hier am Korb ist noch so ein Puzzlestück. Dann fehlt jetzt nur noch eins. Muss das Amulett in diese Aussparung einsetzen? Ja, das müssen wir erstmal finden. Das ist eine Puppe. Ja, guck mal, haben wir auch vollständig. Alle drei gemacht. Wunderbar. Dahinter ist etwas verborgen. Ich muss einen Weg finden, das zu öffnen. Das ist zu heiß. Ich muss meine Hände schützen. Oh, schöpfen wir das einfach mit der Kelle da raus und alles wird gut. Wunderbar. Ist hier noch was? Ich kann bei Bedarf etwas in Wasser auflösen. Ah, okay. Bei Bedarf, wohlgemerkt. Ich bin zwar nicht klein, aber ich kann es dennoch nicht erreichen. Werkzeug. Das ist nicht der Brief. Okay. Die Zeitung ist in Fetzen gerissen und einige Teile fehlen. Ich muss sie suchen. Das wird das Ding da sein. Warte mal. Augenamulett hatten wir oben, ne? Wir waren ja hier noch gar nicht fertig. Nächste Zeitungsteil. Hier mit dem Brieföffner kriegen wir natürlich... den letzten Ausschnitt auch noch ab. So. Sämtliche Action, die wir jetzt noch haben, wird sich hier unten abspielen. Was? Ein Herzschlüssel. Also der hier für hier oben. Oh oh. Oh nein! Es ist. Her powers will soon be mine. You can't stop me now. Wer bist du? Mutter erzählte mir viel über ihre Kämpfe mit Bösewichten. Dieser wird mein Erster sein. Hypnotisiere die Hexe und extrahiere ihre negativen Schwingungen. Was? Ernsthaft? So, okay, der Vogel ist da oben. Ein Apfel habe ich, da ist der Muffin. Das Kätzchen, das Buch. Das ist das Spielzeug, ja. Da ist der Schuh, ihr Gehstock. Da ist der Apfel, Blumen. Feder? Ich sehe keine Feder, ich sehe auch kein Getränk gerade. Das ist ein Getränk? Nein. Das Gift. Das ist das Getränk. Das Band ist da oben. Die Feder? Was für eine Feder? Ach, da in der Mitte. Ich bin manchmal wegen blind.
Moment, das war's jetzt? I feel so different. It's like seeing the world from a different perspective. Everything that seems so important feels so pointless now. I wish I hadn't caused your family trouble. Please, let me help you revive Anna. Please take this. It'll help. What? Es war eine gute Entscheidung, die Hexe freundlicher zu machen, als wir gerade gehört haben. Super. Jetzt kann ich das Pulver in Wasser auflösen, um eine Lösung zur Wiederbelebung meiner Mutter zu finden. Die fertige Lösung wird mir helfen, meine Mutter wiederzubeleben. Ich brauche etwas Watte, um sie daran einzutauchen. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich von dieser Entwicklung halten soll. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Na gut, ja. Also die, ich sag mal, Bosskämpfe waren auch schon mal anspruchsvoller und spannender. You really do take after your mother. But how about next year we skip the kidnapping and have a normal birthday party? Das ist eine furchtbare Partyhütte. Warum? Na gut, Leute. Ja, wie ich es ja eben schon prophezeit habe, das war's. Das war Grimtales 17 Besuch aus der Zukunft und damit ist es jetzt ganz offiziell fast vollbracht. Ein Titel noch. Einen Titel gibt es noch, zumindest in Deutsch zurzeit mit Sammleredition. Wenn dann über kurz oder lang neue Titel veröffentlicht werden, dann werde ich mich auf die natürlich auch wieder stürzen, um meine Sammlung hier auf dem Kanal möglichst vollständig zu halten. Aber für den Moment ist es tatsächlich nur noch ein einziges Spiel, was uns fehlt, weil wenn, dann mache ich die auf Deutsch und in der Sammleredition. Sobald die beiden Bedingungen erfüllt sind, landet der nächste Grimtales-Teil hier auf dem Kanal. Ja, aber wie gesagt, einen habe ich noch. Mit dem geht es dann in der nächsten Episode wieder. Wir hatten schon wesentlich schlimmere Grimtales-Titel. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wir hatten definitiv auch schon bessere. Gut, bei einer so lang laufenden Reihe wie Grimtales ist zu erwarten, dass die Qualität irgendwann... irgendwann so ein bisschen nachlässt und dass sich gewisse Rätsel dann auch wiederholen und sowas, aber es wäre halt schön, wenn sich nicht unbedingt die beschissenen Rätsel wiederholen würden. Da wäre ich euch sehr dankbar für, ja? Nur so als kleine Anmerkung meinerseits dann für das nächste Mal, bitte. Ich bin der Rio. Ich blinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Grimtales. Ciao und bis dann.